So, wieder Leute, zurück zu einer wunderbaren neuen Ausgabe hier von The Crew 2 und einem wunderbaren neuen Cabrio. Was jetzt mit der neuen Season auch reinkommt, ist nämlich der Jaguar E-Type Convertible. Den gibt es einerseits in zwei neuen Fassungen im Spiel. Einerseits könnt ihr den ganz normal im Shop kaufen, eben als Coupé. Aber andererseits eben jetzt hier auch als diese wunderbare Roadster-Fassung kann man sich diesen wunderbaren Wagen eben auch im Motorpass, im Premium-Motorpass dazu holen. Also aber so, wenn ihr sagt, jo, ich will kein Cabrio, könnt ihr euch das Ding auch ganz normal einfach so im Fahrzeugshop holen, da ist er jetzt mit drin. Oder eben ihr sagt, jo, ich hab Bock auf ein Convertible, ich hab Bock auf ein Cabrio, dann ist der Motorpass euer Weg to go. Und wir werden uns diesen wunderbaren Wagen jetzt heute mal ein wenig anschauen. Ja, Jaguar E-Type natürlich absolute britische Fahrzeug-Ikone, auch wunderbares Fahrzeug, wunderbares Auto, er sieht einfach wunderschön aus. Man kann gegen den Jaguar E-Type sehr wenig sagen, es ist ein sehr, sehr schönes Auto, vor allem, wie gesagt, ein sehr ikonisches Auto. Und rundum einfach wunderhübsch. Egal, ob als Roadster oder als Coupé. Ich bin noch ein bisschen mehr der Coupé-Form, bin ich ehrlich, muss ich sagen. Das ist noch so ein bisschen mehr, weil dann die Form noch so ein bisschen mehr hinten geiler Abläufe sieht noch ein bisschen schöner aus. Aber nichtsdestotrotz ist das Convertible auch sehr geil, weil es trotzdem bei dieser Fahrzeugform wunderbar hinhaut. Wir setzen uns gerade mal wunderbar rein, bevor wir uns den gleich mal schauen, was wir da so tunen können. Ich bin gespannt, ob überhaupt viel tunbar ist, weil es ist ein Jaguar E-Type. Ich meine, ehrlich, mir würde jetzt wenig einfallen, was man hier dran machen soll, ohne den Wagen schlimm zu verschlimmbessern. Aber wir werden mal gucken, weil der Wagen ist halt rundum schon sehr schön. Aber wir gucken mal, was das Spiel gleich zulässt. So, wir haben jetzt mal ein wunderbares Holzlenkrad, schöne Armaturen. Hier eben halt sehr alles sehr oldschool. Nur, ich glaube, Viergang. Haben wir Viergang? Kann ich gut sehen haben. Wir haben eine wunderbare Hupe. Ja, die funktioniert gut. Wir haben Scheibenwischer, haben wir auch noch wunderschön. Und der Innenraum halt einfach, das ist schönes Leder. Das ist einfach schön verarbeitet. Das sieht einfach schön clean aus. Ja, ich glaube, mit so einem Auto, wenn du jetzt mal hier die Tür machst, einfach mit so einem Auto, schönen Sonntag, eine kleine, entspannte Tour machen. Nicht schnell fahren, einfach so ein bisschen Landstraßen, ein bisschen schöne Gegenden abfahren. Einfach ein bisschen die Natur genießen in seinem E-Type. Ich glaube, das macht schon Spaß. Ich glaube, da kann man sich schon drin verlieren. Ich glaube, da wäre ich auch eine Person, die sich da drin verlieren könnte. So, ich würde sagen, wir steigen nochmal aus und werden diesen wunderbaren Wagen jetzt mal tunen. Das machen wir aber einfach mal übers Menü, weil es darüber ein bisschen entspannter ist und vor allem die Lichtstimmung unseres wunderbaren Lofts, die mir die letzte Zeit ein bisschen auf den Sack gegangen ist, nicht so Probleme macht. Deswegen werden wir uns mal hier gerade ein wenig genauer anschauen. So, ich wollte ihn nicht fahren, ich wollte ihn tunen, aber es ist schön, dass wir trotzdem schon mal eingestiegen sind. So, anpassen. Gut, wir gucken mal. Erstmal gucken wir natürlich, welche Farben es gibt. Wir sind in diesem wunderbaren Blau hier gerade am Start. Dann gibt es noch ein wunderbares Cremeweiß. Das sieht natürlich auch. Man muss sagen, es sind alles Farben, die. Wenn ich hier einfach entspannt durchgehe, ihr seht, hier passt fast alles. Ich muss sagen, British Racing Green ist natürlich klischeehaft, da geht's nicht, aber es wirkt irgendwie auf dem E-Type, bin ich nicht so der British Racing Green Fan. Das Orange hier auch schwierig und das Rot auch so, aber sonst der Rest, schwarz und grau sind fast schon zu langweilig. Oh, ich muss sagen, das Blau ist schick, aber dieses, ich sag mal, farbende, ich weiß nicht, woran es mich nochmal erinnert, aber die Farbe gefällt mir gut, die nehmen wir mal, die Farbe gefällt mir gut. So, gehen wir mal auf Aussehen und wir haben sogar einige Optionen. Okay, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, bin ich ehrlich. Wir gucken mal. So, wir haben einerseits die normale Haube, dann haben wir so Zusatz-Rallye-Scheinwerfer. Hier vorne, seht ihr, schön an der Front eingelassen. Dann haben wir extra Motorsporteinlässe, das Ganze kombiniert. Okay, das ist schon wieder. Also, natürlich, in echt würde man sowas nicht machen, weil man dafür ganz dringend in die Hölle gehören würde, wenn man sagt, ja, ich habe mal die Haube vom E-Type zerschnitten und habe jetzt einfach mal, wie hätte er rausgeschmissen. Die kommen jetzt einfach durch die Haube. Also, das ist optisch natürlich schon, das machen wir einfach mal. Komm, das ist leider, wie gesagt, in echt würde man das nicht machen, aber wir spielen ja ein Spiel. In echt habe ich auch keinen E-Type, also von daher ist es nicht so schwierig, dass man mich davon abhalten müsste. Gut. Stoßstange vorne. So, was haben wir denn? Wir haben so ein bisschen Motorsport-Style, ne? Die Scheibe ein bisschen vergrößert, mehr wie Motorsport-mäßig eingelassen. Dann haben wir andere Stoßstange. Also, wir haben die Stoßstange entfernt, eher so rum. Alter. Okay, man kann mehr krasse Sachen machen, als ich erwartet hätte am E-Type, ehrlich. Also, ich war mit der Auto, also so ein bisschen entspannt hier, so ein bisschen, vielleicht so ein, zwei kleine Sachen dran, ne? Mal ein bisschen Chrom hier geändert oder sowas, ne? Das, was man halt an so einem E-Type so macht. Oder man baut eine große Rennlippe dran. Man muss sagen, der wurde ja damals auch im Motorsport gefahren, aber nichtsdestotrotz, das ist schon nett. Alter Verwalter! Das ist ganz schön viel Frontstoßstange für so wenig Auto. Alter. Ey, vor allem dieser Ladeluftkühler, der halt im E-Type einfach so vollkommen Fehlerplatz. Das letzte, was ich ihm suche, ist im E-Type, ist ein Ladeluftkühler. Wir nehmen mal. Boah, ist echt schwierig. Alter, das ist schon fies. Wir nehmen erstmal jetzt mal die Stoßstange. Wenn ich hinten ein Heck finde, wo ich sage, boah, ja, das ist, passt jetzt gut zueinander. Theoretisch bin ich fast einfach so fahren, aber wir wollen ja schon ein bisschen was zeigen. Wir machen das mal. Das ist ja halt schon heavy, aber wir gucken mal. Stoßstangen, Kurve. Ich finde gut, dass der Wagen nicht so ganz weiß, damit es sich anfangen soll. Wir haben ein paar Erweiterungen plus Lederlaschen, um die Haube leichter aufzukriegen. Und wir haben. Wo ist jetzt der Unterschied? Ich bin am Überlegen. Ah, der Ausschnitt ist größer.
Nee, beim White Body. Alter, als ob wir den. Nee, das ist auch schon White Body. Das ist noch mehr White Body. Als ob ich gerade einen Jaguar E-Type verbreite. Boah, es ist schwierig zu argumentieren, warum man das möchte. Aber. Ich meine, ja, wir verbreiten mal den E-Type, genau. Dann Felgen. Wo gibt's die noch mit schwarzen Speichen? Boah, die sehen natürlich auch geil, aber das ist natürlich viel mehr motorsportmäßig. Ja, komm, gib ihm richtig. So, Spiegel. Haben wir momentan gar keine, oder vertue ich mich gerade? Ne, wir haben gar keine. Oh, Spiegel, das sind keine. Normale. Okay, Position finde ich ein bisschen beknackt. Und Motorsport-Spiegel. Nee, die Motorsport machen wir, die machen die hier. Die finde ich ganz schick. So, Kotflügel hinten. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Du musst vielleicht nicht ganz übertreiben. Vielleicht lässt du erstmal meinen Heckdeckel ruhig. Wer ist damit? Mach den vielleicht nicht direkt anders. Alter Verwalter, ey, das ist ja nicht normal. Also mit Kurflügel hinten ändern wir schon die Stoßstange hin, was ich nicht weiß, warum wir das machen, aber wir machen es auf jeden Fall. Machen extra Einlass hinten und einen Schnelltank gedönt. So, bei Montana haben wir ja noch einen normalen Tankdeckel, der macht hier einen Abgang. Ich meine halt alleine. Ey. Alter, wie krass wir den E-Type verbreitern. Like, what the fuck? Guck dir mal an, was das für ein bulliges Ding danach ist. Das ist ja nicht normal. Vorher so schön schlank, elegant. Britisch, danach ein paar Tage zu viel im Fitnessstudio. Alter, Verwalter. Vor allem nicht reif. Obwohl, die Reifen wären gar nicht breiter, aber ist, ja, okay. Okay. Heckspoiler. Oh, wir können das Dach drauf machen. Ach, krass. Ah, guck mal an, hier geht das Dach drauf. Hatte ich mich sowieso gefragt. Es gibt ja leider keine Option wie bei Tesla Unlimited, dass ich das während der Fahrt machen kann. Bin ich immer noch sehr enttäuscht schon. Wünsche ich mir immer noch in Zukunft. Aber wir können Dach drauf machen. Geil, mehr Lufteinlässe für die Dächer. Wie? Ach, das ist schon der Heckspoiler. Warte, was kommt da hinten? Stoßstein kommt. Oh, da kommst du doch echt straight in die Hölle für, wenn den Jaguar E-Type so umbaut. Ich guck mal, jetzt guck dir das Fahrzeug doch gerade mal an. Da kommst du doch einfach nur straight in die Hölle für. Ich find's leider viel zu geil, ey. Aber kein Scheiß, die Kombination, die ich gerne gehabt hätte, wäre das hier mit dem Spoiler. Weil offen, guck mal, offen hat er jetzt gerade so eine geile Form durch dieses breites und. Ah, das wäre halt noch so maximal perfekt gewesen. Offen und Spoiler. Natürlich macht das aerodynamisch gar keinen Sinn, brauchen wir nicht drüber reden, aber. Ja, kommt. Erstmal nachher ein paar Gebete führen, damit ich nicht in die Hölle komme für das hier. Gut. Stoßstange hinten, 8 Optionen. Dafür kommst du straight in die Hölle. Erstmal schön die Rückleuchten gegen LEDs tauschen. Guter Move. Machen wir nicht. Die Abgaslage machen wir aber auf jeden Fall. Die gefällt mir schon mal sehr gut. Die gefällt mir ja noch direkt besser. Alter, Verwalter. Jetzt haben wir Sidepipes. Ja, okay. Ich finde die Abgaslage schon ganz geil. Wir lassen die Rückleuchten. Ich möchte keine LED haben. Das lassen wir mal schön dringend sein. Da fühle ich mich auf jeden Fall sehr unwohl bei. Das machen wir nicht. So Innenraum. So Cremefarben wäre cool, passend. Wir können den Stil nicht ändern. Ja, dann machen wir schwarz. Nee, schwarz ist schon, ne? Nee, schwarz ist einfach so, okay. Dann nehmen wir. Machen wir braun, das passt ganz gut. Und hier können wir nichts mehr machen. Was zum Geil habe ich hier gerade gemacht? Alter Verwalter. Also die Frontstange muss man wirklich ganz klar sagen, die passt zu nichts von der Optik. Wenn du jetzt mal hier so guckst, die wirkt zu modern. Die wirkt zu modern, aber. Alter Verwalter, ey. Ich bin ehrlich, ich habe damit nicht gerechnet. Also wirklich nicht. Also ich habe gedacht, ja, wir bauen uns einen schönen E-Type, ja. Oh, wenn so ein bisschen zeitgenössisches Tuning sein. Und Six Shoe 2 so, wie wäre auch, wenn ich dir einfach auf die Fresse haue. So, da hast du dein zeitgenössisches Tuning. Den Scheißdreck. Wir geben hier schön voll rein. Komplett Programm. Wenn dann alles. Alter. Also wie gesagt, es gab Rennwagen davon, aber ich glaube, die waren nicht so krass verbreitert. Die waren relativ original Karossenform. Haben wir jetzt halt nicht so. Wir gehen mal ganz kurz unter die Gerade, steht da schöner. Ich habe nämlich zwei E-Tabs anscheinend. Oder ich bin sehr schnell die Fahrzeuge am Rumschubsen. Das ist der Z4, hoppala. Den seht ihr noch. Es ist schon. Also, wie gesagt, ohne Dach wäre der halt noch einen Tacken cooler. Aber die Breite allein, ne? Junge, ey. Das Ding ist schon fett geworden. Also, bin ich ehrlich? Habe ich nicht mit gerechnet. Bin ich wirklich absolut ehrlich. Ich habe nicht gedacht, dass wir das hier bauen. Finde ich aber geil. Also, Chapeau. Wir haben einen schönen E-Type gebaut. Guten Tag, der Herr, hallo. Oh, ein anderer wunderbarer Preview-Spieler. Wir sind immer noch in der Preview nebenbei. Das Video kommt zwar während das normale Update schon draußen ist, aber wir sind noch in der Preview hier, voraufgenommen. Boah, das ist optisch, der macht schon viel her, ne? Also da kannst du sagen, was du willst. Das macht schon optisch. Da bist du schon der Oberbabo mit bei den Oldtimer-Rennen, Junge. Da bist du schon der Oberbabo. Junge.
Alter, Alter. Aber sind wir ehrlich, also für das Bodykit kommst du halt straight up in die Hölle, aber das ist okay. Es gibt Sachen, da kann man. Ich würde mal gerne ein bisschen weiter weg sein. Aber wir gucken mal kurz ins Interieur. Das ist aber auch schön wieder, ne? Das sieht schon sehr sexy aus. Aber die, ja, das sieht schon gut aus. Da brauchen wir nicht drüber reden, das ist schon nice. Das ist schon nice. Das ist schon sehr nice. Ich will mal gerade eine vernünftige Sicht finden. Ich bin irgendwie überall entweder zu nah oder so weit weg vom Auto. Ich weiß nicht, warum der Hintermittler des Spoiler mit so Probleme mit der Kamera macht. Das ist schon geil. Also, ihr merkt gerade, wie gesagt, ich bin ein bisschen sprachlos, weil ich das nicht erwartet habe. Also ich bin ehrlich, ich bin fast reingegangen mit Erwartungen, wir haben gar kein Tuning. Und dann wurde ich überzeugt, dass wir doch sehr viel Tuning haben und das Ganze irgendwann die Kontrolle verloren hat. Also wir haben irgendwann die Kontrolle verloren. Und dann kam das dabei raus. Ich nehme es mir selber nicht übel. Ich meine, Lukas, das kann man dir nicht übel nehmen. Das ist schon vollkommen legitim. Alter Verwalter, komm, wir müssen hier mal nochmal in einer schönen Agency-Mission gerade fahren. Der wirkt jetzt halt auch nicht out of place, ne? Er wirkt schon so, als würde man sich denken, so, yo, Digi, das passt schon ganz gut. Komm, wir machen mal einen höheren Schwierigkeitsgrad. Einfach, weil es geht. Gucken wir mal, ob es wirklich schwieriger ist auf maximalen Schwierigkeitsgrad jetzt. Leistung haben wir ja. Oder glaube ich, haben wir. Haben wir einen 82er Score? Haben wir, ja, okay, alles gut, der ist vorgetuned. Alles super. Ich war mir gerade selber nicht sicher. Das Tor ist jetzt schon gerade geschlossen. So, nee, sie bleiben draußen. Bitte nicht. Er läuft halt hier drin so voll assig. So, ich finde auch gut in diesem Intro. So schön clean, blau, entspannt. Ein schönes Agentenauto. Und dann komme ich. Zu viel Fitnessstudio und anderes Zeug geschnupft. Die Sitzposition von meinem Fahrer ist halt so geil. Er sitzt halt gefühlt einfach sonst wo. So, ja gut, dann zeig mal, was du kannst. Zeig mal, was für ein Agentenauto du bist. Wunderbar, hier schön durchgeschlängelt. Wir brauchen Punkte, Punkte, Punkte. Alle backen jetzt. Der Lack ist nicht mehr das Problem, nachdem ich, was ich mit dem Jaguar hier angestellt habe. Sind wir ehrlich. Da ist der Lack nicht mehr das größte Problem. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles gut. Schön Slalom hier durch, schön Slalom hier durch. Wir brauchen Punkte, Punkte, Punkte. Zack, zack, zack. Easy, easy, easy. Jetzt einen schönen Sprung. Und gib ihm. Handbremsturn, Handbremsturn. Bam. Ja, war nicht so schön. War nicht so schön. Das geht noch schöner. Kommt dann Jack. Mir ist bis jetzt aufgefallen, dass hier eine Yacht in den Hafen gekracht ist. Das ist mir die letzten Male gar nicht aufgefallen, als wir lang gefahren sind. Naja. Passiert den Besten. Zack, zack, zack. Slalom, Slalom, Slalom. So ein bisschen vom Gas wieder Schild mitnehmen. Bam. Easy. Schön weit springen. Bam. Aber punktlich sind wir noch nicht so gut am Start, muss ich sagen. Da müsste noch ein bisschen mehr gehen. Dringend. Da muss noch dringend mehr gehen. Ich bin ehrlich, wir sind punktlich noch nicht so gut dabei. Oh Gott, alles verfehlt. Scheiße. Egal, dann nehmen wir den Sprung mit. Come on. Nächsten Sprung, zack. Come on. Alles für die Punkte. Netter Sprung. Oh, hier können wir durchfahren. Ja, ab da durch da. Aber noch ein Sprung. Ja, wunderbar. Okay, alles gut, hab's im Griff. Boah. Alles gut. Ich bin professioneller Stuntman, natürlich. Ich hab das im Griff hier. Ich seh nix, ich seh nix, ich seh nix. Ah. Ja, ich glaube, Punkte, ich kriege mir das nicht hin. Krass, okay, auf dem höheren Schwierigkeitsgrad brauchen wir auf jeden Fall schon mal ein paar Pünktchen mehr. Wie stark behaupten. Also ein paar ist gut, einige mehr. Wir sind ja komplett am Ziel vorbei. Naja, schade. Das war dann halt nix. Hoppala. Okay. Krass, okay, auf höheren Schwierigkeitsgrad brauchst du auf jeden Fall ein paar Pünktchen. Das ist schon, da haben wir ein bisschen was zu tun auf jeden Fall. Aber der Jaguar eignet sich sehr gut dafür und der wirkt sehr passend. Natürlich könnte man ihn natürlich auch sehr clean fahren, ne? Wie gesagt, ohne die Stoßstangen sowas halt. Oder einfach mit dem Dach drauf oder ohne Dach. Wie gesagt, ich finde ohne Dach und ohne Spoiler auch sehr geil. Vor allem mit dem White Body Kit wirkt er dann proportional sehr optisch sehr, sehr lecker, muss man einfach sagen. Aber das ist ein sehr geiles Kfz. Also, der Wagen lohnt sich auf jeden Fall. Wo ich spontan natürlich behaupten würde, der normale wird das genauso können. Also, das mit dem Dach ist natürlich das Feature, was jetzt das Convertible hat. Aber ich denke mal, die Tuning-Option, relativ sicher, glaube ich, dürfte der normale E-Type genauso haben. Also, dementsprechend
Ist nur die Dachoption die Sache, die ihr da nicht habt. Beziehungsweise ich denke mal, die Einlässe könnt ihr natürlich trotzdem haben, aber es gibt natürlich das Coupé, bla bla bla. Auf jeden Fall, ja. Da könnt ihr halt überlegen, ja, will ich das Cabrio haben oder nicht? Also ich habe mich ja spontan dazu entschieden, dass wir doch kein Cabrio mehr fahren. Schade. Naja, Big Wang ist live, Leute, da machst du nichts. Da machst du rein gar nichts. Aber für dieses kleine Video würde ich sagen, bin ich raus. Und wenn es dir jetzt ganz gefallen hat, lass mir ganz gerne doch als Support gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei Big Fun 2. Bis dann. Tschüss, tschüss. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a step in. I bet on me and my team.